Mit dieser Serie werde ich Sie überraschen. Ich zeige Ihnen, wie man ganz ohne Stress mit leichter Hand tolle Gerichte kocht. Messer ansetzen und durch. Ob Anfänger oder geübter Koch, ich gebe Ihnen Tricks und Rezepte an die Hand, die Sie zum Meister in der Küche machen. Das macht den Fisch aromatischer. Ich bin seit 25 Jahren Profikoch. Und das Krebsfleisch aus den Scheren lösen. Mir haben die besten Köche der Welt ihre Geheimnisse verraten. Und ich ihnen. Jedes Mal probieren, es schmeckt immer anders. Ich habe Rezepte ausgewählt, für die Sie problemlos die Zutaten bekommen und die man leicht nachkochen kann. Incredible. Ich nehme sie an die Hand. Es schmeckt immer besser. Und zeige Ihnen, wie man würzt, Desserts zaubert, Fastfood kocht und Festtagsgerichte auf den Tisch bringt. Mehr Kochkurs brauchen Sie nicht. Willkommen bei Ultimativ Kochen. Ich habe jede Menge Küchentipps für Sie und 100 tolle Rezepte. Diesmal zeige ich Gerichte, die Stunden im Ofen oder in der Marinade verbringen. Ein Koch beeindruckt seine Gäste mit Fleisch, das unglaublich zart und aromatisch ist. Dabei hat er ihm oft einfach nur etwas Zeit gegeben. Es lohnt sich also, diese geruhsame Art der Zubereitung zu lernen. Den Auftakt machen meine legendären geschmorten Rinderrippen. Etwas über einen längeren Zeitraum zu garen, ist der Trick, um alle Aromen im Gericht quasi einzusperren, damit sie sich beim Kochen in Ruhe entfalten können. Das sind Rinderrippen. Da stecken 5, 6 Rippenknochen drin. Beim Garen geben die Knochen ihr Aroma ans Fleisch ab. Schmort man es lange genug, fällt das Fleisch nachher förmlich vom Knochen ab und wird unglaublich aromatisch. Parallel zum Knochen in Stücke schneiden. Die Marmorierung hier, die löst sich beim Schmoren auf. Ich bereite das in einer Bratenform direkt auf dem Herd zu. Schön salzen und pfeffern. Olivenöl rein und mit dem Knochen nach oben anbraten. Die sollen schön braun werden. Wenn man das nicht macht und sie direkt in den Ofen stellt, sehen sie nachher aus wie gekocht. Die schöne Farbe bekommen sie nur so. Eine Knoblauchknolle halbieren und so dazugeben. Das ist eine wahre Aromabombe. Um der Soße geschmacklich Tiefe zu geben, kommt ein Esslöffel Tomatenmark ins heiße Öl. Ich verteile das schön auf dem Boden der Form. Ich sage dazu, man brät das Tomatenmark aus. Rührt man es einfach nachher in die Soße, schmeckt es fade und säuerlich. Rotwein dazu. Keinen teuren Wein nehmen, das lohnt sich nicht. Die Flüssigkeit reduzieren wir auf etwa die Hälfte. Dabei entweicht der Alkohol und wir konzentrieren die Aromen. Wenn man das auf die Hälfte einkochen lässt, wird natürlich auch die Farbe wesentlich intensiver. Hier mein Knoblauch. Der gibt der Soße eine tolle Süße. Brühe dazu. Rinderbrühe ist ideal, Hühnerbrühe geht auch. Mit gut 2 cm Brühe auffüllen und aufkochen. Damit kein Aroma verloren geht, versiegeln wir die Form mit Alufolie. Von unten schmort das Fleisch, oben wird es gedämpft. Das kommt für 2,5 Stunden bei 180 Grad in den Ofen. Und rein. Der Vorteil dieser Garmethode, man setzt alles in Gang und kann dann die Füße hochlegen. 5 bis 10 Minuten, bevor das Fleisch fertig ist, macht man die Beilagen. Das ist Räucherspeck. Pancetta. Ich will am Ende große, knusprige Stücke haben. Und hier braune Champignons. Statt sie klein zu schneiden, halbiere ich die einfach. Und was machen meine Speckstücke? Die sind geschrumpft, das ganze Fett ist rausgeschmolzen. Und geblieben sind leckere, kleine Speckwürfel. Rein mit den Pilzen. Die saugen jetzt das Fett aus dem Speck auf. Ich bereite sie getrennt vom Fleisch zu, denn ich möchte sie knusprig haben. Das kann abkühlen. Was jetzt kommt, ist für mich wie Weihnachten. Die Folie entfernen, wie es wohl geworden ist.
Wow. They smell. Die riechen fantastisch. Incredible. Rausnehmen Lift. Und auf die Servierplatte Place. Damit. On your tray. Beautiful. Um die Soße abzurunden, drückt man den Knoblauch durch ein Sieb in den heißen Bratensaft. Ich möchte das ganze Knoblauchpüree da drin haben. Das gibt einen tollen Geschmack ab. Bitte alles schön sorgfältig vom Sieb kratzen. Nun gießen wir die Bratensoße durch ein Sieb. Wow. In. That riecht das toll. Delicious. Take your sauce. Die Soße schön just über die Rippenstücke raise. Geben. Do them individually. Einzel. So viel Zeit muss sein. You deserve that respect. Und da drauf kommt der Speck mit den Pilzen. Your bacon and your mushrooms. Beautiful. Be generous with these mit den Pilzen bitte nicht geizen. Die schmecken umwerfend. Etwas glatte Petersilie gibt den Rippen etwas Kräuterfrische. Wenn Sie zum Fleischer gehen, zögern Sie nicht, nach einem preiswerten Rippenstück zu fragen. Man kann damit diese traumhaft geschmorten Rinderrippen mit Speck und Pilzen machen. Ich liebe es, mit Pilzen zu kochen. Ich habe für die Rinderrippen braune Champignons genommen, weil die schön fest sind und ein leicht nussiges Aroma haben. Es gibt aber natürlich noch viele andere wunderbare Pilze. Pilze kaufe ich in der Markthalle bei einem Fachmann für diese Delikatessen aus der Natur, Fred Foster. Ich habe bei meinem Vater angefangen, er hat Salat verkauft. Mit Pilzen kennt er sich aus. Er könnte sicher ein Buch darüber schreiben. Sobald man Pilze gesammelt hat, fangen sie an auszutrocknen. Also unbedingt frisch kaufen. Man kann allerdings nicht nach dem Geruch gehen, wie bei Früchten. Pilze riechen nämlich nicht wirklich gut, eher so ein bisschen metallisch. Man kauft sie also mit den Augen. Bei der Auswahl genau hingucken, ganz, ganz wichtig. Wildpilze wachsen, wie der Name schon sagt, wild im Wald. Sie besitzen jede Menge Aroma. So eine herrliche Morchel ist allerdings sehr selten und schwer zu finden. Die riecht leicht nach Aprikose und erdig, holzig. Ihr Aroma entfaltet sich erst beim Kochen so richtig. Die wertvollen Morcheln passen gut zu langsam gegarten Schmorgerichten und Eintöpfen. Das gilt auch für die bis zu 12 cm große Herbsttrompete. Ein häufig angebotener Wildpilz ist der Pfifferling. Zu seinem zartfruchtigen Aroma passen Butter, Petersilie und Knoblauch. Pilze aus der Natur muss man säubern. Das ist eine Geduldsarbeit mit einem weichen Pinsel. Pilze niemals waschen. Dabei wäscht man sehr schnell das Aroma raus. Austernpilze sind wunderbar fleischig. Ihr Aroma ist fein und doch charakteristisch. Wie erkennt man, ob die frisch sind? An den hellen Lamellen. Niemals schneiden, immer zerreißen. Schön weiß, das wird bei alten Pilzen grau. Man kann Austernpilze auch im Wald finden, aber eigentlich sind sie ein typischer Kulturpilz. Wie der Enoki. Dessen Aroma passt gut zu Salaten und als Einlage in Suppen. Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Trüffel sind die Aromakönige. Wegen ihres unvergleichlichen Duftes sind sie äußerst begehrt. Es ist ein Duft, den man kaum beschreiben kann. Je teurer die Trüffel, desto intensiver sind sie. Deshalb braucht man davon beim Kochen nur ganz, ganz wenig. Lustig ist, man hat sie früher mit Schweinen gesucht. Heute nimmt man Hunde. Die Schweine haben die Trüffel immer gefressen. Dieser seltene Pilz gehört zu den teuersten Zutaten überhaupt. Man kann ihn roh verwenden, über Pasta oder Risotto reiben oder Öl damit aromatisieren. Trüffel machen aus einem normalen Schmorgericht Essen für die Götter. Viele Menschen haben vor Pilzen etwas Angst, aber wenn man die Augen schließt und diesen Geruch in sich einsaugt, merkt man, Pilze sind ein wunderbares Geschenk der Natur. Wenn man alle Zutaten gemeinsam kocht, durchdringen Geruch und Geschmack das ganze Gericht und nichts geht verloren. Dazu drei Rezepte. Den Auftakt macht ein fantastisches Schweinenacken-Curry mit Mangosalsa.
Für das Curry kommen folgende Zutaten in den Mörser. Fein gehacktes Zitronengras, Chili, Ingwer, Knoblauch und ein geschnittenes Limettenblatt. Da geben wir noch Zimtpulver und gemahlenen Koriander dazu. Sowie grobes Salz und schwarzen Pfeffer. Schön zerstoßen. Unter Zugabe von Olivenöl wird daraus eine cremige Paste. Nun zum Schweinenacken. Einen guten Schuss Olivenöl in der Pfanne erhitzen und die Nackenstücke kräftig anbraten. Immer schön wenden, das Fleisch soll von allen Seiten braun werden. Dann herausnehmen und im selben Öl Zwiebeln anbräunen. Dazu geben wir die Currypaste. Die Hitze setzt all die wunderbaren Aromen frei. Rein mit dem Fleisch. Dazu ordentlich Kokosnussmilch. Umrühren. Nun fehlen noch Hühnerbrühe, Palmzucker, ein paar Limettenblätter, Sojasauce sowie ein paar Tropfen Fischsoße. Eine Stunde köcheln lassen. Zum zarten Fleisch passt etwas knackig-fruchtiges. Etwa so eine schöne Mangosalze aus frischen Mangos. Und noch ein Gericht für geduldige Köche. Marinierte Hühnerschenkel nach Sichuan-Art. Wir marinieren die Hühnerschenkel in Sojasauce und chinesischem Reiswein. Statt Reiswein kann man auch trockenen Sherry nehmen. Hühnerschenkel brauchen etwas, bis sie zart sind. Dafür schmecken sie interessanter als etwa Brustfleisch und sind saftiger. Wir geben noch Reisessig und etwas Wasser dazu, salzen und pfeffern und lassen alles 2 Stunden marinieren. Knoblauch, eine Chilischote und Ingwer hacken. Olivenöl in die Pfanne geben und darin alles schön braten. Es fehlen noch Sichuan-Pfefferkörner und geriebene Orangenschale. Da kommen nun die Hühnchenschenkel samt Marinade hinein. Eine Prise Zucker einstreuen und das Hühnchen schön braun braten. Die Soße sollte dabei gut eindicken. Frühlingszwiebeln darüber geben, sowie Sojasauce und ein paar Tropfen Sesamöl. Süß und würzig, marinierte Hühnerschenkel nach Sichuan-Art. Zum Schluss ein Klassiker unter den langsam gegarten Gerichten. Geschmorte Rinderbrust. Das Fleisch ordentlich salzen und pfeffern. Rinderbrust ist relativ preiswert. Vor allem deshalb, weil man etwas Geduld braucht, bis sie als Festessen auf dem Tisch steht. Im heißen Schmortopf mit etwas Olivenöl von allen Seiten schön anbraten. Nun bereiten wir die aromatische Brühe zu, in der das Fleisch schmoren wird. Mit geschnittenen Möhren, Staudensellerie, einer halbierten Knoblauchknolle, Pfefferkörnern, Nelken und frisch geriebener Muskatnuss. Mit heißem Wasser aufgießen. Aufkochen lassen und den Deckel sorgfältig aufsetzen. Dann ab in den Ofen damit. Das darf bei niedriger Hitze 3 bis 4 Stunden schmoren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, ein Braten, der im Munde zergeht. Dazu passen gebackene Kartoffeln, mit Senf auch für Sandwiches toll. Ich persönlich mag das Fleisch mit Piccalilli-Soße. Der Braten ist in 10 Minuten im Ofen und dann wartet man einfach, bis das Genießerstück fertig ist. Und kaum etwas ist so saftig wie eine geschmorte Rinderbrust. Ein Braten gelingt in der Regel, aber bei Geflügel wird's schon schwieriger. Die Entenbrust kommt in die kalte Pfanne. Nach dem Hauptgang kommt das Dessert. Karamellisierte Schmorfeigen mit Ricotta. Incredible. Oft konzentrieren sich Köche auf den Hauptgang und hinterher gibt's irgendein Fertigdessert. Ich möchte mal zeigen, was man stattdessen servieren könnte. Diese Farbe und dazu dieser Geruch. Doch zuvor wieder 5 meiner 100 lebenswichtigen Küchentipps. Wie brät man eine Entenbrust richtig knusprig? Vor Ente braucht man keine Angst zu haben. Sie schmeckt lecker und ist gesund. Ofen auf 200 Grad vorheizen. Das Fleisch salzen und pfeffern.
Das Salz hilft dabei, das Wasser aus dem Fett zu saugen. Pfanne auf den Herd. Ohne Öl. Die Entenbrust kommt in die kalte Pfanne. Mit der Hautseite nach unten. Das mit der kalten Pfanne klingt erstmal seltsam, aber wenn man das Fleisch langsam erhitzt, löst man das Fett unter der Haut nach und nach aus. Ganz anders als in einer heißen Pfanne, da bleibt's drin. Dieses Fett soll aber weg. 90% der Zeit brät das auf der Hautseite, so bleibt das Fleisch saftig und die Haut wird knusprig. Ist das Fett ausgelöst? Wenden. Immer schön bei großer Hitze weiterbraten, so verschließt man die Poren. Nun in den Ofen damit. Hautseite nach unten, bei 200 Grad 6 bis 8 Minuten. Wenn die Pfanne einen Plastikgriff hat, gibt man das in eine Bratenform. Die muss aber vorher im Ofen heiß gemacht werden. Entenbrust darf man, wie jedes Bratenstück, nie heiß aufschneiden, sonst läuft der Saft aus. Kurz umdrehen und mit dem Finger prüfen. Gibt nach, aber nicht so sehr. Das bedeutet, die ist innen perfekt rosa. Ganz wichtig, schön ruhen lassen, bis alles etwas kühler ist. Und erst dann aufschneiden. Das Entenfett auf jeden Fall aufbewahren. Damit kann man tolle Bratkartoffeln machen, die schmecken fantastisch. Die Entenbrust nicht in allzu dünne Scheiben schneiden, denn dann wird sie im Handumdrehen kalt. Also bitte dicke Scheiben. Richtig knusprig. Das Fleisch ist rosa und all das weiße Fett unter der Haut komplett weg. Herrlich. Gleich noch ein Tipp, um überschüssiges Fett loszuwerden. Wenn es, etwa bei Eintöpfen, obendrauf schwimmt, kann man es so mit einem Stück Küchenrolle abnehmen. Das geht genauso bei Soßen aller Art. Bei einem Schmorgericht brät man zu Beginn das Fleisch an. Dabei bildet sich Bratensatz. Mit Flüssigkeit wie Essig, Wein oder Brühe löst man ihn an. So gehen die Röstaromen nicht verloren. Niemals zarte Kräuter wie Petersilie vor dem Schmoren dazugeben. Die machen sich, auch optisch, viel besser, wenn sie danach zum Einsatz kommen. Fischfilets legt man mit der Haut nach unten in die Pfanne, so werden sie knusprig. Und wenn man sie hineingibt, immer von einem weg, so bekommt man keine Fettspritze ab. Nicht nur Hauptgänge entfalten beim langsamen Garen tolle Aromen. Auch Früchte verwandeln sich dabei in wahre Geschmacksbomben. Wer ein bisschen Geduld mitbringt, wird mit folgendem Gericht fürstlich belohnt. Hier kommen meine karamellisierten Schmorfeigen mit Ricotta. Das Garen im Ofen tut auch einem Dessert mitunter gut. Besonders wenn Früchte im Spiel sind, deren aromatische Süße sich dabei ganz neu entfaltet. Das sind dunkle Feigen. Die eignen sich für mein Rezept besser als die grünen, weil ihre Haut sehr fest und stabil ist. Es ist sicher ungewöhnlich, Früchte zu schmoren, doch es geht ganz einfach und schmeckt unglaublich gut. Die Feigen so nebeneinander legen. Nun streift man die Blätter von einem Rosmarinzweig ab. Mit der Schere den duftenden Zweig schön anspitzen. Die Spitze brauchen wir jetzt, um den Zweig so durch die Feigen zu bohren. Ich fädel damit mal drei Stück auf. Schön vorsichtig. Rosmarin ergänzt wunderbar jede fruchtige Note. Während die Feigen nachher schmoren, dringt der Rosmarinduft in sie ein. Die Feigen mit Puderzucker bestreuen und etwas Balsamico darüber geben. Die lässt man so 5 Minuten darin ziehen. Essig im Dessert, das klingt befremdlich. Aber ich garantiere, der sorgt für eine tolle, süß-saure Note. Nun brauche ich noch Karamell. 4-5 Esslöffel Zucker in die Pfanne. Schön gleichmäßig verteilen. Wenn der Zucker überall gleich hoch ist, wird er gleichmäßig flüssig, bevor er dann Karamell bildet. Auf der Seite fängt es schon an. Dabei bitte nicht an der Pfanne rütteln. Das sieht aus wie ein vereister See, der langsam vom Rand auftaut. Das blubbert, ist aber noch nicht braun genug. Aber gleich, Gas abdrehen und schön beobachten.
Karamellisieren, bis der Zucker die Farbe von dunklem Bernstein hat. Wichtig, er darf dabei keinesfalls anbrennen. Vom Herd damit und Butter reingeben. Die Butter sanft einschwenken, die kühlt den Karamell runter und die Farbe geht langsam Richtung Milchkaffee. Dazu kommt ein schöner Schuss Balsamico. Nice. Beautiful. Look at that nice. Das wird ein herrlich dunkler Karamell. Etwas Wasser rein. A little touch of water in there. That way the caramel doesn't go. Damit es etwas dünnflüssiger wird. Die Karamellmasse nochmal aufkochen. Take your figs. Vorsichtig die Feigen hineinstellen. Gently. Lovely. And then just und die Marinade dazu. Don't waste nicht vergessen, die ist genial. Amazing stuff there. Ice and sugar and balsamic vinegar. Puderzucker mit Balsamico, eine göttliche Mischung. Die Feigen ein paar Mal übergießen, dann wird die Schale schön knusprig. Und die Früchte absorbieren den Karamellgeschmack. Toll und so einfach. Delicious. So easy. Now. Into the oven. Ab in den Ofen. 10 Minuten bei 190 Grad. Almost doubled in size. Die Feigen sind jetzt doppelt so groß. Now look at the color und diese Farbe riecht unfassbar lecker. It's incredible. Auf den Teller damit. Die sind schwer, haben all den Karamellsaft aufgesogen. Die Feigen noch einmal übergießen. Und dazu passt ein Schlag Ricotta. The freshness of that ricotta. Die Frische von Ricotta ergänzt die schwere Süße der Feigen. Zitronenschale drüber reiben und mit gehackten Mandeln bestreuen. Die Konsistenz der Feigen erinnert fast an Konfitüre, im Kontrast zum frischen Ricotta. Was für eine geniale Art, Früchte wie diese Feigen geschmacklich in den Himmel zu heben. Wer dranbleibt und sich von meinen Ratschlägen und Rezepten inspirieren lässt, dem garantiere ich eins. Beim Kochen kann man immer etwas dazulernen. Viele der Rezepte findet man auch auf meiner App im Internet. Los, an den Herd! Beim nächsten Mal vertiefen wir unser kulinarisches Fachwissen zum Thema langsames Garen. Mir geht's vor allem darum, wie man aus einfachem Fleisch Gourmetgerichte zaubert. Keine Angst, die sind nicht teuer, aber voller Aroma. Höhepunkt ist mein Schweinebraten. Der hat bislang noch jeden begeistert. That is amazing. Gordon's back on Monday here on 4, looking after the kitchen, of course, in our brand new series Hotel GB. Doors open at 9 p.m. Formal dress, please. Next, though, come dine with me.